lieber Johannes, herzlichen Dank für die schönen Vorworte. Johannes hat gerade angefangen mit einer möglichen Krankheit. Ich komme zu einer sicheren Krankheit, nämlich Brüssel. Ich darf sagen, ich wohne im gleichen Haus wie Jean-Claude Juncker und wer hätte es mal gedacht, ich war vor kurzem mit einem, war doch ein bisschen heißer, vielleicht Corona, war vor kurzem mit einem österreichischen Kollegen beieinander und der hat gesagt, Mensch, hätten wir uns das jemals träumen lassen, dass wir uns den Juncker zurückwünschen? Ja, ich nicht, ja, aber jetzt sind wir soweit und sagen, bitte nimmst die Uschi wieder nach Berlin, ja, nimmst es wieder und gibst uns wieder den Ischi als Juncker. Mit dem kann man mal halbe trinken, mit ihr sicherlich will man gar keine trinken. Brüssel war in letzter Zeit, insbesondere in dieser Woche, jetzt natürlich ein Hort, wo vieles passiert ist. Wir haben diese Woche 1,8 Billionen Euro verschoben. Einfach so, wir haben uns mit der Maskenpflicht beschäftigt, wir haben verschiedene Sachen gemacht, haben über vieles geredet, aber hinter unserem Rücken sind 1,8 Billionen Euro verschoben worden. Riesenproblem, nicht nur für uns, sondern insbesondere natürlich für die nächsten Generationen. Die Kommission hat BlackRock vor kurzem beauftragt, sie zu beraten. Wer BlackRock mal gehört hat, BlackRock ist der größte Investor überhaupt auf der Welt, ja, wenn es überhaupt gibt, eine Investmentfirma, eine Heuschrecke, hat man immer mal gesagt. Und diese Firma hat die Kommission jetzt dabei beraten, wie wollen wir uns zukünftig im Rahmen des grünen Deals aufstellen. Das bedeutet, welche Firmen will die Kommission unterstützen, welche Firmen will sie nicht unterstützen, wer spielt bei dem ganzen Spiel der Kommission mit, wenn es darum geht, eine bessere, gerechtere und insbesondere grünere Welt zu schaffen. Weltfriede, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben in Brüssel. Aber dann gibt es ja leider nur uns. Ja? Und wir schauen einmal drauf und sagen, führen diese ganzen Maßnahmen wirklich zu einer gerechteren Welt? Wirklich zu Weltfriede, wirklich zu was Besserem? Oder werde ich die Leute im großen Stil verarscht? Und deswegen ist unsere Fraktion jetzt in Brüssel, deswegen ist jetzt auch der Tag, lieber Uli, herzlichen Dank. Was man mal sagen, wir waren jetzt ein Jahr dort. Wir haben uns natürlich auch mit vielen Internas beschäftigt und haben gesagt, okay, wir müssen erstmal unser Team aufstellen, wir müssen erst einmal schauen, wie wir selber zurande kommen, wo wir den Finger in die Wunde legen und wie. Waren natürlich auch viele finanzielle Geschichten zu klären, wie eine Fraktion arbeitet, das weißt du ganz genau, und dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, noch viel, viel besser. Und in Brüssel hat es auch seine Zeit gedauert, aber ich würde sagen, mittlerweile sind wir angekommen und arbeiten dort mit einem wirklich guten Team. Ich bin wirklich stolz auf meine 10 Kollegen in Brüssel, wirklich gut zusammen und schauen, dass wir dort unsere Arbeit auch permanent verbessern. Es geht darum, aufzuklären in erster Linie. Wir sind eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wir haben insgesamt in unserer Fraktion nur 73 Mitglieder von momentan 705 Abgeordneten im Europäischen Parlament. Das heißt, wer sich hier einbildet, dass wir jetzt plötzlich das Rad der Zeit zurückdrehen und sagen, wir treten jetzt sofort aus der EU aus, das ist falsch, das wird so schnell nicht passieren, auch wenn ich es gerne hätte. Der Punkt ist, wir sind jetzt gerade da, wo wir sagen, wir können aufklären, wir müssen erst einmal den Leuten klar machen, was für Schweinereien passieren da überhaupt. Da sind wir gut aufgestellt. Lieber Uli, in dem Sinne nochmal herzlichen Dank, dass das heute Abend hier funktioniert. Wir haben angefangen, glaube ich, vor 4 Wochen sowas das Ganze zu organisieren, 3, 4 Wochen. Du hast es in kürzester Zeit geschafft, hier also eine hervorragende Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Insbesondere natürlich Dankeschön an unsere ganzen kommunalen Mandatsträger, an die vielen fleißigen Helfer, die uns unterstützt haben in den verschiedensten Wahlkämpfen. Wirklich exemplarisch einmal raus jetzt, als fleißigsten Flyerverteiler überhaupt. Und muss sagen, ein Baum. Eine Partei, die nicht auf ihre kommunalen Verbände, nicht auf ihre kleinsten Ordnungen schaut, die ist nichts wert. Und ein Baum, der keine Wurzeln hat, der ist auch nichts wert. Und genau darum geht's, und das müssen wir uns auch wieder klar machen, wir sind verwurzelt in der Gesellschaft über unsere Kreisverbände, über unsere Ortsverbände und egal, was wir uns einbilden, in welchem Parlament wir sitzen, ohne die Kreis- und Ortsverbände sind wir gar nichts. Insofern herzliches Dankeschön nochmal. Brüssel, kann man so sagen, ist tatsächlich in gewisser Weise der Hort des Bösen, ja? Wenn man es jetzt populistisch, mir ist vorher gesagt, ich darf nicht zu populistisch sein, ich bemühe mich ein bisschen, es fällt mir schwer, aber es ist der Hort des Bösen. Wenn man sich da mal anschaut, wir haben 60.000 Angestellte insgesamt, beziehungsweise Bedienstete in den verschiedensten europäischen Institutionen und wir haben fast genauso viele Lobbyisten, die auf irgendeine Art und Weise versuchen, sich an die Parlamentarier ranzumachen und an die Kommissare. Und da geht's schon los, ja. Wir haben in Brüssel Kommissare, wir haben einen 7-Jahres-Plan, wir haben verschiedene Räte. Da kann man mal denken, wenn man irgendwie historisch interessiert ist, das kommt mir irgendwo bekannt vor. Und tatsächlich, ja, mit Moskau hat das ziemlich viel zu tun, mit der Sowjetunion noch viel mehr. Union haben wir sogar im Namen, ja, wunderbar. Also dieses ganze
sozialistische Gehabe, das sich in Brüssel ausgebreitet hat, das kommt uns schon bekannt vor und wir wissen, zu was das Ganze geführt hat. Nämlich zu nichts Gutem und zum Untergang eines ganzen Reiches, das sich dem Kommunismus verschworen hat. Und heutzutage drängt sich doch der Gedanke auf, und wir haben das ja gerade gehabt, der Johannes hat es gerade schon formuliert, dass auch Corona dazu genutzt wird, die Gesellschaft umzubauen, die Gesellschaft umzuformen und herzugehen und sagen, nein, wir arbeiten doch alle am gleichen Ziel, wir wollen doch nur was Besseres, wir wollen das Beste für die Menschen, wir wollen das alles hier gerechter machen. Und immer wenn diese Versprechung kommt, dann sollte man eigentlich hellhörig werden. Dann sollte man denken, Menschenskinder, normalerweise, wenn jemand sagt, ich will nur dein Bestes, dann geht es um was? Natürlich um dein Geld, ja? Selbstverständlich, und in dem Fall ist es nichts anderes. Wer bezahlt denn jetzt gerade? Natürlich wird es wieder Deutschland sein, das die Hauptlast trägt des momentanen Corona-Wiederaufbaufonds. 750 Milliarden alleine dieser Fonds. 750 Milliarden, die zum Großteil erst ausbezahlt werden im Jahre 2022 und 2023. Da ist Corona schon längst vorbei. Die ganzen kleinen Firmen sind zu diesem Zeitpunkt schon bankrott gegangen. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil von diesen 750 Milliarden, die jetzt tatsächlich ausbezahlt werden. Jetzt, wo wirklich Not am Mann wäre und wo wirklich schnelles Handeln gefordert wäre. Das ist nicht alles. Von diesen 750 Milliarden Euro waren dann ungefähr 23% nach Italien. Und ich habe am Dienstag eine Presseaussendung gemacht und reingeschrieben, der Großteil von diesen 750 Milliarden Euro wird irgendwo im Staatssäckel versickern, insbesondere der Südländer. Er wird aber garantiert nicht da ankommen, wo er benötigt wird, nämlich bei den kleinen Unternehmen und den kleinen Geschäften. Und was passiert am Mittwoch? Am Mittwoch kommt der italienische Außenminister und schreibt auf Facebook, dass er ernsthaft über Steuererleichterungen in Italien nachdenkt. Also, es ist genau das passiert. Dieses Geld können wir im Kamin räuchern, da wäre es besser aufgehoben gewesen. Da hätte es noch einen Heizwert gehabt, das hätten wir irgendwie mit dem grünen Deal vermitteln können, aber jetzt hat es überhaupt keinen Wert. Jetzt kommt das Nächste. Wir haben sämtliche künftigen Ausgaben, auch insbesondere im Rahmen des sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds, gekoppelt an grüne Vorgaben. Das bedeutet, wer sich jetzt einbildet, dass das uns bei der Audi zum Beispiel in Ingolstadt zugutekommt, der irrt sich. Wir wissen haargenau, diese Kohle, die zum Beispiel für Autofirmen jetzt dann verwendet wird, die wird gekoppelt sein an die Einhaltung der neuen Abgasnormen. Daran, wie sehr man sich dem Diktat unterwirft für künftige Elektroautos. Elektroautos, die übrigens auf der Welt niemand kaufen will. Es wird ja immer gesagt, wir sind ein Exportland. Das ist auch korrekt. Wir exportieren den größten Teil unserer Güter ins Ausland. Nur wer kauft denn Elektroautos aus Deutschland, wenn man in Südamerika zum Beispiel überhaupt keine Infrastruktur, Ladesäulen und dergleichen mehr hat? Das geht völlig am Thema vorbei. Und da sind wir gerade angekommen. Wir leben in einer Welt, der Greta Thunberg, ja, der rennt mal gerne hinterher. Wir leben in einer Welt der Ideologien. Und da sind wir die letzte Partei, und das muss man offen und ehrlich sagen, und das muss man auch laut kommunizieren, die letzte Partei, die sich der Realpolitik verschrieben hat. Der Corona-Aufbaufonds, wer sich die genaue Verteilung der Mittel anschaut, der wird sehen, es ist eine doppelte Lüge sogar. Es ist eine doppelte Lüge, die wir immer wieder rausbringen müssen und aufdecken müssen, damit es auch der Letzte kapiert, der täglich in den ZDF schaut. Es geht darum, wie gesagt, es geht um Corona. Wenn man sich aber die Verteilung der Gelder anschaut, dann wird man sehen, dass zum Beispiel auch Polen und diverse Ostländer, Griechenland auch, die überhaupt nicht viele Corona-Fälle hatten, davon massiv profitieren, während große Länder wie Deutschland zum Beispiel, die erhebliche Corona-Zahlen hatten, davon weniger profitieren. Das ist die erste Lüge. Das heißt, es ist keine Bindung von diesen Mitteln da hinsichtlich der konkreten Corona-Fälle. Lüge Nummer eins. Das zweite, und das wollen wir erstmal, das ist auch übrigens erstaunlich in Brüssel, dass man es schafft, in einem Wort, das aus 25 Buchstaben besteht, mehr oder weniger zwei Lügen unterzubringen. Das zweite ist der Wiederaufbau. Es geht hier nicht um den Wiederaufbau, es geht um den Neuaufbau. Es geht um die Schaffung einer neuen Industrie und die stellen sich die Grünen, die geben nicht den Ton an, genau wie vor, nämlich ohne rauchende Schlote. Die denken, die künftige Gesellschaft, die künftige Industrie, die kommt ohne rauchende Schlote aus. Jeder hockt in seinem Elektroauto, das er sich natürlich mit seinen fünf Nachbarn teilt, fährt ansonsten Bus und Bahn, wohnt in seinem 50 cm isolierten Reihen-Einzelhaus und dergleichen mehr. Da soll die Kohle hinfließen. Es geht nicht um den Wiederaufbau der Industrie, der Unternehmerlandschaft, die wir bisher gehabt haben. Es geht um den Neuaufbau, es geht um die Neustrukturierung, es geht um die Umgestaltung der Gesellschaft auf den verschiedensten Formen. Und wir haben vorher schon gehört, es geht zum einen auch darum, natürlich die Individualität ein bisschen einzuschränken.
bei den Rechten eher, die Oppositionsrechte im Parlament einzuschränken. Aber es geht ganz konkret auch darum, die Ökonomie auf neue Füße zu stellen. Und das ist was, dem wir uns natürlich entgegenstellen. Warum stellen wir uns entgegen? Weil wir sagen, das macht zum Beispiel die FDP nicht mehr, wer letztlich die Entscheidung trifft, das ist der Unternehmer selber. Der Unternehmer selber muss wissen, wann er mit einem Produkt auf den Markt geht. Es kann nicht der Staat sein, und das sind wir wieder beim Thema Moskau, es kann nicht der Staat sein, der dir vorschreibt, mit welchem Produkt du wann auf den Markt gehst. Wenn die Audi sagt, wir brauchen nur 10 Jahre Entwicklungszeit, wir würden uns lieber für ein Wasserstoffauto entscheiden als für ein Elektroauto, dann ist es die Entscheidung des Unternehmers, denn der hat auch das Risiko am Schluss. Der geht pleite mit seiner Firma, der Staat geht nie pleite. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sind also hier an der Neugestaltung einer Industrieordnung, die wir vorher schon gehabt haben, und das kommt Ihnen nicht nur kommunistisch vor, das ist wirklich Kommunismus. Und wer hier erwartet, dass sich noch andere Parteien dafür einsetzen, wie wir sie früher mal gehabt haben, wie die FDP zum Beispiel, die gesagt haben, die Freiheit des Unternehmers ist uns wichtig, der irrt sich. Die FDP ist mittlerweile mit einem Macron im Bunde aus Paris, und dieser Macron, der teilt die Greta Thunberg-Förderungen hundertprozentig. Wer sich einbildet, es gäbe noch eine andere Partei, die sich Patriotismus, die sich überhaupt Deutschland auf die Fahne geschrieben hat, wie zum Beispiel die CSU, der irrt sich auch gewaltig, denn die spielt bei diesem ganzen Spiel mit. Die sind mittlerweile darauf angewiesen, dass sie mit den Grünen mitpfeifen, damit sie in Zukunft auch ihre Mehrheit haben werden, denn auf die Grünen bauen sie. Also wer Deutschland will, wer Freiheit will, der ist nur noch bei uns aufgehoben. In diesem Sinne, herzlichen Dank.